Was macht der Er hat sie gesehen! Habe ich den noch nicht auf der Whitelist? Ach, Kinseylein. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Skysolated mit mir, dem Kinsey und dem super tollen Nutoka aufs Brot, der sich jetzt bestimmt irgendwie meldet. Du bist gerade voll abgehakt gewesen, aber hey! Ach toll, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ihr süßen Schnuckiputzis oder was auch immer. Jungle Saplings behalte ich. Weil ich Bitte? Jetzt Weins will ich jetzt mal überhört haben. Mal, das noch mehr möchte ich jetzt überhört haben. Nee, sind keine mehr drin. Haben wir keinen Stick mehr? Haben wir wirklich keinen Stick mehr? Es gibt's im ME-System. Ah, dann mach ich mir einen. Ja, aber da bin ich jetzt. Ne? Du solltest da ein Access-Terminal reinbauen. Ein was? Ein Access-Terminal, damit wir Access haben. Wer hat den denn jetzt abgebaut? Nee. Ich kann dir gerade nicht so ganz folgen, was du möchtest. Ein da ist doch ein Access-Terminal. Ja? Na, was? In unserer Mitte? Im McDonald's hier oben. Ist eine. Crafting-Terminal. Ja, ja. Das meine ich doch. Ja, aber ich meine, in unserem Haus könnte man ja noch eins einbauen. Nein. Warum nicht? Das wird ja irgendwann zusammengelegt. Warum reißt du da hinten eigentlich alles ab? Wo? Ach, ach so. Weil du es kannst. Nein, weil es hässlich ist. Ich wollte ja eigentlich noch Cover vorbauen, aber dann habe ich mir gedacht, ah, scheiße, musst du ja eine Säge machen, hast du jetzt keinen Bock drauf. Also. Mach ich demnächst. Zack. Die Autodirte funktioniert nicht so richtig. Weißt du, was ich da jetzt mache? Ich mache jetzt eine Dirt-Produktion mit Vines, die ständig läuft, wie wir es letztes Mal besprochen haben. Was hatte ich noch für eine Idee? Ich hatte noch eine Idee für ein Handelssystem, ne? Hattest du? Ja, hatte ich. Okay. Man könnte ja einfach abschließbare Truhen nehmen und die mit Itemdux verbinden und bla und blub. Und so könnte man dann nicht mehr, wenn man etwas da reingepackt hat, rausnehmen. Die Bezahlung jetzt. Das Einzige, was man machen muss, ist, muss auf Vertrauen basieren, wenn man etwas rausnimmt. Aus der Handelskiste. Ja. Und da... Da klappt es dann wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja, genau. Aber die Idee an sich, naja, okay. Ja, die Idee ist super. Nur nicht ganz ausgereift. Naja, aber man könnte halt mit Itemdux in eine abschließbare Truhe Sachen lenken und dann hätte man, ne? Ja, das könnte man machen. Ja. Und hier ist kein Wasser. Warum ist hier kein Wasser? So. Ich muss da noch... Hier an dieser Stelle möchte ich mich bei Schneckball bedanken dafür, dass sie uns diesen tollen Builders Wand demonstriert hat. Oh ja, der ist gut. Der ist nämlich echt richtig tufte. Ja, wir brauchen ja eigentlich keine zwei. Stimmt eigentlich auch wieder. Aber ich, 8 Diamanten ist halt doch schon ein bisschen was. Ja. Muss ich jetzt echt nochmal wieder runter? Ja, muss ich. So, dann mache ich mir doch ein paar... Zack. Sticks mal. Hoch, ne? Ups. Und ein paar Zäune. Hast du echt jetzt einen hingesetzt? Nein. Hallo. So. 22 Zäune werden nicht reichen. Fehlt da natürlich noch wieder Wasser. Puh, Kurva. Bitte? Wir schauen Kinder zu. Ach, wir sind in Deutschland, es sind nur deutsche Zuschauer. Und ich glaube, hier sind nicht so viele Leute, die auf Baustellen gehen und mit Polen zusammenarbeiten. Ich muss essen. Genau, Brainy, du musst essen. Warum sage ich Brainy? Ach, weil ich gerade von Baustelle komme, okay. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, also der Brainy, der kennt es bestimmt daher. Ja? Ich weiß gar nicht, was der macht. Genau. Hey, auch irgendwie Elektroverlegung, Gedönsinstallation, irgendwie so sowas. So einer ist er. Also. So einer ist er. Ah, ja. Ja, irgendwie sowas.
So. Dann hoffen wir mal, der holt sich keinen Schlag. Ups. Jetzt weiß ich, ja, Autodörte. Ach so, elektrisch. Ah, okay, ich hab grad gar nicht gerafft, was du willst. Ich mach eine ganz kleine Autodörte, mache ich jetzt. Okay. Weil, ist so. Ach so, ja gut. Und so ist. Weil ich keinen Bock habe, ihr alles nochmal zu bauen. Echt. Es ja, funktioniert okay. Ja so nämlich nicht, weil. Ist so. Nein, weil es die falsche Reihenfolge bei den Item-Ducts ist, deswegen. Es kommt dann einfach nicht. Das würde ich jetzt auch sagen. Die Vines kommen dann halt in irgendwelche Kisten und nicht in die Fässer. Deswegen werde ich. Mach jetzt den diesen Builders-Wand habe ich auch ins ME-Terminal gemacht, wenn du ihn mal brauchst. Oh ja. Was ja sicher irgendwann. Ja, wenn die Autodörte erstmal kräftig arbeitet, mache ich eine riesige Blumenwiese. Das ist gut. Pflanz Rosen an, damit wir mehr Gummibärchen haben. So, gerade mal hier umschalten, damit wir alles gescheit ausleuchten. Da, so, weg. Okay. Kabel. Kabel! Axt. Axt. Ja. So. Und so. Oh, nicht so. Da. Ah, komm, wir mal rein. Da drauf. Weg. So, weg. Danke. Dann die Axt nochmal. Oh. Lever sind schnell mit Äxten abgebaut, aber ganz schnell. Naja, klar, ist doch Holz. Und Stein. Aber größtenteils Holz. Größtenteils Stein. Nein. Kommt drauf an, was für ein Lever. Hm? Ich bin überfordert. Es gibt doch nur einen Lever. Nein, es gibt zwei. Ja, was denn noch für einen? Und dann gibt doch einen Lever und du kriegst zwei. Echt? Würde ich jetzt sehen. So. Jetzt habe ich Lever geschrieben. Das sind ja tatsächlich zwei. Einer aus Natura, aha. Achso, mit Netherrack. Ein Natursekt. Was? Hm? Ein weißer Lever ist das. Ja, Natur was? So, ich muss mir ganz kurz hier Notizen machen. Oh ja, ich mache mir Notizen. Was brauche ich? Das war mein Mikro. Ein Reaktor-Casing. Oh, jetzt geht's dann los. Dann brauche ich noch Reaktor. Wir fliegen alle Power. In die Luft. Der Nutopia spielt ist mit meinem Reaktor rum. Oh nein. Naja, macht ja sonst keiner. Ja, stimmt. Wir müssen ja irgendwie an Cyanid kommen. Ich habe so die Vermutung, dass das eventuell da drüber geht. Die kannst natürlich auch als totaler Mumpitz. Warte mal, da Yellorium. Pure Rot. Und Reaktor Control Rot. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wovon brauche ich denn? Das ist die Frage. Ach, Reaktor Control Rod in the center. Ah, stopp. Erstmal oben anfangen. Der Anfang fängt schon super an. To get started on near infinite power. Yeah, yeah. Mhm. Casings, fuel rods and controllers. Basic Reactor ist 3x3x3. Das geht ja eigentlich, also maximal 9 Blocks. Ein Yellorium Fuel Rod im Center. Dann ein Controller, ein Power Tab, ein Access Port. Okay. Und ein Reactor Control Rod. Kann ich ja doch eine große. Also, das heißt. Platz. Ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. So, jetzt aber den Servo erstmal. Also wenn ich 3x3x3 habe, dann bin ich bei 27 Blöcken. Oh, habe ich gerade 9 gesagt? Bin ich doof? Ja, bin ich. 5 habe ich schon, also brauche ich 22 Reactor Casings. Moment, ich ergänze meine Notizen. Bladida. So. Okay. Jetzt. Bist du noch da, Kenzie? Ja, ich bin konzentriert. Okay.
muss jetzt mal die kann ich ihn einbauen. Gut. Dann Rezepte dafür gucken. Mal weiter. Ups. So. Wo ist der Servo schon? Reaktor. Ich bin aber auch ein ganz verwegener. So, dann brauche ich einen frei hier. Da kann ich den nehmen. So. Da, Cyanid-Reprozessor. Das Ding brauche ich bestimmt, um Cyanid herzustellen. Nur Weins. Weins. Ich glaube nicht, dass ich 6-7 Fässer brauche. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt handeln kann hier. Ah, handle die Pendel. So, dann muss das aber in die Luft, weil sonst geht's in die Gruft. Ja? Graphit und Stahl und Jellorium brauche ich dafür. Geht nicht, muss ich so. Das aufmachen. Geht dann noch. Okay, weiter im Text. Ein Power Tab. Brauche ich auch nochmal Reactor Casings. Oh, da muss ich nochmal rechnen. Nach der Folge, was ich genau brauche. Hey, die sind aber gar nicht so kompliziert. Nein? Mm-mm. Hätte ich jetzt gedacht. Bin eigentlich gerade positiv überrascht. Ne, den brauche ich gar nicht. Was brauche ich denn noch? Jellorium Fuel Rods. Geht ja gar nicht. Muss ich wieder einen weiter. Man braucht halt relativ viel Stahl. Mhm. Das heißt, Stahlproduktion richtig firm ankurbeln. Das könnte ich schon mal anfangen. Brauche jetzt nicht während der Folge hier anzufangen rumzurechnen, was ich genau brauche. Achso, Jetpack anmachen würde helfen, dann würde auch funktionieren. Okay. Da brauche ich noch Sand. Sand. Pulverizer schafft schon wieder nichts mehr. Ich muss dir mal noch ein bisschen Arbeit geben. Hä? Wieso? Der ist doch automatisiert. Nein, unser anderer. Ach so. Wenn wir mal Sand oder sowas brauchen, dann können wir den benutzen. So. So, hat der mal ein bisschen was zu tun. Gut, das läuft. Jetzt noch Lever. Zack. Ah, da muss ich den noch an. Ist unschön, aber ist so. Oh, ein Zombie. Hallo Zombie, was machst du hier? Ich habe keine Waffe. Oh. Dann fliege ich mal aufs Dach. Ich habe meine Waffe in aller Ruhe. Und töte den Zombie. Das war herrlich. Du hast aber bestimmt ziemlich viel Holz da bei dir, oder? Ja. Ein wenig. Gib mir mal was. Ich brauche nämlich massenweise Holz. Ja, komm, du siehst ja die Kisten. Guck mal rein da. Ah, was hast du denn hier gebaut? Kommt mir nicht mehr rein. Alter! Was denn? Welche Kisten denn? Nein, nicht die. Die hier. Ja. Entschuldigung. Ah, okay. Ich wollte dich nicht verwirren. Oakwood. So, brauche ich dann quasi 9 Stacks. Ich weiß nicht, was ja mit dem Sludge-Boiler los ist, aber ich baue ihn 9 mal normal Stacks ab. Und dann haut er mich bestimmt gleich wieder. Der Kinzi fragt sich gar nicht, was ich mit 9 Stacks Holz will. Ich hab's mir abgewöhnt. Ah, Sludge-Boiler arbeitet. Jetzt arbeitet er auch endlich mal, sonst hat er das nicht gemacht. Gut, was ist das? Warum liegt der Erde rum? Keine Ahnung, warum liegt denn hier Stroh? Warum hast du eine Maske an? Habe ich da schon mal Servo? Ein... Ich hatte hier schon Weiß Servo. Ich nicht. Da hatte ich schon Servo. Ja, gut. Wieso? Ach ja, da habe ich einen Lever hingebaut. Boah, ist das hier schon kompliziert geworden. So, die Autodörte ist jetzt doch in Betrieb. Ja, ausgezeichnet! Aber es sind noch keine... Was? Wieso kann man Sludge in ein Oak Barrel füllen? Das will ich nicht. Oh, ich muss erst die Leitung kappen.
muss die Leitung kappen. Mach dich weg. Jetzt ist da Sludge drin. Dann muss ich das jetzt wieder rausholen. Aber ist ja nur ein Bucket, alles gut. So, läuft das wirklich? Oh, ich habe noch was vergessen. Ich muss da ja auch. Oh nein, gehen Sie, oh, du bist so doof. Oh, stopp, ich mache mir noch eine Kiste. Eine Kiste mache ich mir noch. Der kann auch weg. So, Item Duct. Ah! Pfui! Hä, das ist der Furnace? Okay. Alter, ey. Unsere Mob-Farm ist mal richtig farmvoll. Ja, hau rein. Nö. Für was? Für Gerechtigkeit. Okay. Kann ich da ran? Ja. Okay, gut. Gut, ja, okay. Warum sagst du die ganze Zeit gut? Das ist nicht so gut. Weil... Ist so. Ist so ein Pokémon, wusstest du das? Nein. Ja, wieder was gelernt. Das wusste ich nicht. Wieder was ja. Gelernt. Ja. Ist das ein Pokémon, was immer recht haben will? Ja, ist so. Keine Ahnung. Aber wäre naheliegend, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Da ist kein Servo drin. Aber hier, das ist ja der kürzeste Weg. Er müsste ja eigentlich immer alles sofort dahin schicken. Ich guck einfach mal, wie viel er drin hat. Ich bin da immer noch ein bisschen. Warum habe ich denn schon wieder einen Lever in meinem Inventar? Der kann doch nur wieder vom Kinzi kommen. Holz. Hast du noch ein Item Duct? Oh, ich habe 23. Ja, gib mir mal eins. Ein. Komm mal zu dir gefliegt. Ja, ja, ich brauche nur eins. Hallo Hühner. Liegt in der Mitte des unteren Kellers bei der. Ja, bei der Fackel, genau. Bei der Fackel. Kann ich jetzt schon ran zum Gucken? Ja. Ey. Wo denn? Hast du bestimmt schon eingesammelt. Nein. Bestimmt schon vorbeigelaufen. Nee, da. Du hast es wahrscheinlich da, wieder eingesammelt. Hä? Ah, oh, leck, das ist aber richtig gut getarnt. Ja, ne? Rubberwood wollte ich nicht haben. Weg damit. Ich muss mir noch eine Kiste machen. Mann, die Mannis Axt ist echt flott. Muddis Pudding. So. So viel Weizen und Blätter und hast du nicht gesehen. Was macht der Sammel? Hast du gesehen, ey. Habe ich den noch nicht auf der Whitelist? Ach, Kinzilein. So, jetzt ist er aber auf der Whitelist. So, bam. Ah, jetzt brauche ich auch noch mal. Oh, und da sind auch schon die ersten Wines. Nicht weinen. Gehen die jetzt hier rein? Die müssten eigentlich. Ah, dann mache ich da lieber noch mal. Ich gehe noch mal auf Nummer sicher. So, Blacklist. So funktioniert das nicht. Dann können sie nur nach da unten. Cover machen. Ah, Cover. Mist. Kawasaki. Was mache ich mir denn ein Cover? Ein Cover aus. Keine Ahnung. Hä? Warum schickt er jetzt die Wines nicht weiter? Die Wines weiter? Ist doch empty, das Oak Barrel. Was soll denn das? Zack. Oh, was? Lass mich raten, es. Ist es eine Blacklist. Jetzt ist es eine Whitelist. Jetzt läuft's wahrscheinlich auch. Du Rassist. Ja, jetzt läuft's. Ah, die so, Autodirte läuft schon wieder. Jetzt Autodirte 2.0. Jetzt auch mit Wines. Nur noch mit Wines. Nur noch mit Wines? Was machst du mit dem Rest? Was für ein Rest? Meinst du, das Holz, das wollen wir doch für andere Sachen verwenden. Ja, und die Blätter? Blätter mache ich gar nicht mehr.
Achso, also hast du komplett ausgestellt. Ja, okay. Ich mache jetzt ja große Mammutbäume, die werden abgeholzt. Und die Wines, oh, die groß macht, toll. Ja. Und da entstehen ja auch Wines bei. Allerdings ist jetzt nur ein kleines Feld hier, Jungle Saplings. Deswegen können nur 1, 2, 3, 4 große Bäume zur gleichen Zeit entstehen. Und erstmal muss ich die Oak Saplings hier wegnehmen. Die nerven so ein bisschen. Oak. Musste ich mir gerade einen Lever machen gehen, weil ich eben deinen von der Plattform geschmissen habe. Das ist doch kein Oak Sapling. Das ist ein Jungle Sapling. Das System ist durcheinander. Es hat die Grafik eines Jungle Saplings und es ist aber ein Oak Sapling. Laut. Auch das ist ein Oak Sapling? Willst du mich jetzt verarschen? Die sehen doch nicht gleich aus. Ah, der Kinsey, der kriegt alles kaputt. Sehr, sehr seltsam. So. Kommt da jetzt Charcoal raus? Ich werde sie mal gießen. Was? Tupac Shakur? Nein. Oh, ein Mammutbaum, ein großer Mammutbaum. Ja. Gib wieder Saplings. Damit kannst du dann neu anbauen. Unser Redstone Furnace ist auch mal mehr oder weniger ein bisschen automatischer geworden. Mhm. Harvester? Arbeitet nicht? Weil voll oder wie? Verstehe ich gerade nicht. Das kenne ich. Das hatten wir schon mal. Was soll denn das jetzt schon wieder? Harvester, hallo? Ich glaube, der funktioniert wirklich nicht. Jetzt verliert er Energie. Oh, wir haben nur noch 1,5 Minuten. Was ist denn jetzt los? Harvester Error. Oh, du kannst mich mal. Echt? Hast du mich vernommen, Hasimausi Pupsi Bärchen? Was? Wie nennst du mich? Ich dachte, ich wäre dein Goldstück. Ach, wir sind ja in der Aufnahme. Stimmt, da beleidige ich dich ja immer nur. Wir sind gleich fertig, du Arschloch. Ja, ich sag's nicht. Aber was ist das denn? Mann, oh. Da muss ich ihn hinhängen. Dann geht's auch. So, und dann muss ich das reinhängen. So, Sludge ist wieder leer, aber... Batsch, macht Sludge. Jetzt hat er den doch abgebaut? Ich rall nichts mehr. Ohne Scheiß, ich rall nichts mehr. Ne, da brauche ich gar keinen Dings. Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, jetzt noch 30 Sekunden. Soll ich etwa die Abbot machen? Ja. Ich bräuchte ein Stück Erde. Das wäre sacre köstlich. Also ich habe eine Quest für dich. Bring mir ein Stück Erde, dann mache ich die Abbot. Du hast noch 20 Sekunden. Hast du Erde im Inventar? Nein. Na gut, dann kannst du die Quest nicht erfüllen. Tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch morgen wieder rein, wenn ich verhungere. Und der Notoka mich dafür hauen wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt, oder? Nein? Ja. Ja, okay. Drei, macht's gut. Zwei. Bis morgen.